Hallo, liebe Gaming-Freunde, willkommen zurück. Wir sind an der Spukabtei und ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Hier ist eine Kette vor. Das geht natürlich nicht. Das geht ja gar nicht auf. Ja, gut erkannt, Irona. Deswegen rollen wir uns hier drunter durch. Hui! Yeah! Ach, ich mag das so zu rollen. Jetzt, komm, mach dich mal wieder normal. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo Sternsplitterchen. Ich wollte es gerade sagen. Noch irgendwo, das wäre famos. Das wäre toll, das wäre klasse. Dann eben nicht. Oh Gott, ich habe schon ein bisschen Angst. So die ganze Umgebung. Oi, aber sieht schön aus. Ja, aber hallo. Ich hole mal Gumbrina raus zur Sicherheit, dass wir dann Gegner eventuell sofort analysieren können. Hinter den Säulen kann doch immer mal was sein, ne? Ah, schön. Türen, 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 Treppe. Was ist das? Das ist die Spukabtei. Durch das Mondlicht ist es hier heller, als man denkt. Dieser Bau scheint auch schon ziemlich alt zu sein. Ehrlich gesagt, diese Abtei würde ich auch gerne einmal gründlicher erforschen. Ja, aber hier haben wir einen Stern, den man schieben kann. Nein, 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 nicht da reinfallen. Oh, hier kann ich mit Irona ran. Ach, super. Das gefällt mir hier irgendwie. So, weg damit. Hier ist ein Durchgang. Hä? Ach, hier lang. Ich sehe nichts. Zeig mal, ist doch bestimmt ein Orden oder so. Ja. Sparblüte. Jede Attacke, die Mario Blütenpunkte kostet, wird um eins günstiger. Schön. Wie viele Ordenpunkte haben wir denn noch frei? Gar keine. Okay. Lassen wir erstmal so. Boah, wie arschdunkel das hier wird. Was ist hier drin? Ich glaube, hier sind Gegner. Was ist das? Die Kiste sieht aber seltsam aus. Wow! Ah! Hilfe? Na, hast du gut aufgepasst? Wie habe ich gut aufgepasst? Dann kannst du mir bestimmt sagen, wie viele Geister aus dieser Kiste kamen. Ja, bestimmt 100. Leider daneben. Richtig wäre... Nein. Aber du tust mir leid. Hier hast du einen Trostpreis. Bis bald. WTF? Das war jetzt mal ein bisschen creepy. Hier ist noch eine Tür. Die Tür ist von innen verschlossen. Okay, hier können wir also nichts weiter machen. Einfach mal ein Mini-Quiz zwischendurch. Ist doch auch mal schön. Yay! Wow. Also, ne? Hier ist hier hinter einer Säule vielleicht was. Guck mal. Hallo? Willst du mich etwa ärgern? Nee, eigentlich nicht. Ah! Raus mit dir! Hilfe? Angst. Das, ach, ich kann mich bewegen. Nein, 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 nein. Ich kann mich ja doch bewegen. Alter, was ist denn hier bitte kaputt? Warte, 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 warte. Ich geh mal weg. Tschüss. Oh Mann. Okay, eine Insignie haben wir hier. Wunderbar. Was ist hier los? Ich sehe da in der Mitte des Bildes auch einen Sternsplitter funkeln. Ein Kochbuch erhalten. Ein altes Kochbuch. Offensichtlich von Ernährer. Haha. Ernährer, weißt du? Ja. Und Eisenschlag. Dieser Schlag verwandelt Gegner in eisige Skulpturen. Auch nett. Na? Na? Nicht schon wieder. Dankeschön.
Dann macht mein Controller wieder, was er möchte. Oh, oh ja, oh ja, oh ja. Wo können wir denn mal einen Ordenpunkt? Mario Land Schrumpfer, das haben wir bisher nie genutzt, also benutzen wir das einfach mal für Eisschlag. Gut. Und hier hinter ist ein Sternsplitter. Das sehe ich doch. Ich sehe sowas. Ach ja. Na, gehst du wohl? Lasst mich in Ruhe. Lasst mich. Nein, 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 nein. Kann ich hier hinter? Nee. Ah, ein Fledermäuschen. Ein Fledermäuschen. So. Können wir draufspringen? Nein. Draufhauen können wir auch nicht. Aber was können wir dann? Wir können einmal wechseln und analysieren. Yeah, das ist ein Swooper. Swooper heißen so, weil sie im Sturzflug angreifen. Ein treffender Name. Genau ins Schwarze. Aber abgesehen davon, die Swooper sind ernstzunehmende Gegner. Maximale KP 6, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sie lieben es anscheinend, an der Decke zu hängen. Wenn du ihnen Schaden zufügst, lösen sie sich von der Decke. Und dann kannst du sie endlich angreifen. Ja, aber Gumbrina, Hammerwurf könnten wir machen. Sogar Erdbeben. Dann würden die von da runterfallen. Und zwar alle beide und nicht nur einer. Mit Springen können wir hier gar nichts anfangen. Ja, das lassen wir erstmal sein. Dann würde ich sagen, benutzen wir einfach Erdbeben. Super! Au! Das war nicht so toll. Na, Mist, ich wollte kontern. So, Kopfnuss! Und nein, nicht Hammer, sondern Sprung. Wunderbar. So, was gibt's? Münzen. Das klappt irgendwie nicht so, wie ich möchte manchmal. Aber er ist unten, das ist toll. Aber wie kriege ich den anderen runter? Wie kriege ich dich runter? So schon mal nicht. Ein Item möchte ich dafür aber auch nicht benutzen. Und Blütenpunkte eigentlich auch nicht. Also eigentlich, ne? Huch! Oh! Dovi! Finde ich ja jetzt ein bisschen doof. Hi! Da geht der wieder hoch. Ich glaub's ja nicht. Also wirklich. Ich glaub es nicht. Bäm! So. Doofes. Da, la, 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 la. Gut. Blöde Fledermäuse, die regen mich auf. Die kosten Blütenpunkte. Hier geht's doch lang. Hier geht es doch lang. Dann nicht. Hier ist noch eine Tür und ein roter Switch. Ein roter Switch. Hallo? Okay. Irgendwas ist passiert. Frag mich aber nicht, was. Gibt's hier vorne etwas? Noch eine Tür und es geht hoch. Ich gehe erstmal durch die Tür. Und wir kommen auf der anderen Seite an. Na? Was passiert denn dann? Passiert was in diesem Raum? Hat sich die Treppe verschoben? Tatsache, die Treppe hat sich verschoben. Wow! Na ganz toll.
Lauf! Hier kommen aber wieder neue Gegner, ne? Ja. Ach. Fledermäuse sind doof. Sie lassen sich auch nicht treffen. So, noch einen nach unten. Falls das nach unten dann geht. Ja, ja. Genau. Ups, falscher Knopf. Und Tipp. Ah, Geister, geht weg, geht weg, geht weg. Da ist ein Schlüssel hier, Yoshi. Ah, nein! Verdammt! Verdammte Axt. Das war nicht gut. Geh weg. Geh weg. Oh, voll reingerannt. Guten Tag. Was könnte Jamie denn machen? Eierschlag. Aber auf beide. Drücke A, wenn Stern aufleuchtet. Diesmal machen wir das auch. So, upsala. Ja, mach doch den anderen auch. Och, Yoshi. Jamie, Yoshi. Yoshi, Jamie. Ich kann nicht mehr kämpfen, wie mir scheint. Jetzt ist der auch noch... Oh, nein. Ach, ja. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Der ist unsichtbar. Ich weiß nicht, was ich machen soll. La la la. Wann ist das denn nur vorbei? Dankeschön. Ich will nicht schon wieder Eierschlag benutzen. Aber ich muss hier einfach Blütenpunkte verbrauchen, weil es einfach nicht anders geht. Es geht nicht anders. Ich liebe es. Sechs Sternpunkte. Oh, oh, Herzchen. Finde ich gut. So, wir müssen irgendwie darüber kommen. Und das geht auch nur mit Jamie. Nun müssen wir dafür richtig abspringen. Nein! Ich hasse es. Nein, 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 nein. Geht weg. Lasst mich in Ruhe. Wieso habe ich die nur aus der Kiste befreit? Warum nur? Weißt du, ich habe auch etwas Angst, dass mich die Geister erwischen, wenn ich da zu lange rumstehe. Das mag ich ja auch nicht. Ja, Jamie, komm mal wieder hoch, lieber. So, jetzt komm da rüber. Es geht nicht. Es will nicht gehen. Ich stand doch schon ganz am Rand. Noch näher am Rand kann ich doch nicht stehen. Gehe ich halt erst zur anderen Seite. Dazu muss ich den auch betätigen. Einmal und... Ja, komm schon. Und zweimal. Mensch, 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 Mensch. So ein Held, ey. Oh. Und diese Fenster sehen auch gruselig aus irgendwie. So, warte, lass mal speichern. Ich brauche den Schlüssel von der anderen Seite. Ah, ich kann ja auch mit Kupio da. Ah, ja, ich könnte den Schlüssel mit Kupio holen. Ja, warte. Geh weg. Lasst mich. Lasst mich alle in Ruhe. Hol ich den Schlüssel eben mit Kupio. Das ist eine gute Idee. Hi.
Nochmal die Treppe verschieben. So. Und weiter geht's. Hep, 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 hep.